Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig und vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und leben sie im Alltag. Liebe Levi-Familie, herzlich willkommen zum Input der Woche 135 mit dem verheißungsvollen Titel vom beglückenden Umgang mit Geschenken. Dieser Tage hatte ich ja Geburtstag und habe viele Geschenke bekommen. Fast endlos Gratulationen, es war unglaublich schön. Und aus diesem Beschenktwerden hat sich etwas entwickelt, eine geistliche Dimension. Für diese kurze Reise lade ich euch ein, einfach mit dabei zu sein. Daniel hat ja unlängst darüber gepredigt, dass wir eine Alltagsspiritualität leben sollen, achtsam leben. Ich habe unter anderem diesen Barolo geschenkt bekommen. Ausgewählt von jemandem, der weiß, dass ich gern diese Weinsorte trinke oder Rebsorte trinke. Jahrgangswein 2015. Man reicht mir diesen Wein und ich nehme ihn entgegen und ich freue mich und sage, hey, hallo, super, finde ich toll. Und dann kommt etwas Entscheidendes. Dann erhebe ich mich und dann schaue ich vom Geschenk weg und dem Geber in die Augen. Ich reiche ihm die Hand oder ich nehme ihn in den Arm und ich bedanke mich. Und ich sage, freut mich so, dass du dir die Mühe gemacht hast, mir so ein tolles Geschenk zu machen. Ich richte den Blick weg vom Geschenk zum Geber. Und das ist ein ganz wichtiges Momentum, das so zu machen. Und was hat das jetzt mit Glauben zu tun? Und was hat das mit Gott zu tun? Die Brücke ist recht einfach und hat mich aber in den letzten Tagen intensiv begleitet und tief berührt und mir wie eine neue Perspektive gegeben. Alles Wesentliche im Leben ist letztendlich Geschenk, das empfangen wir. Ich habe mich nicht entschieden, dass ich am 19. Januar 1959 zur Welt komme. Das haben auch meine Eltern letztendlich nicht entschieden. Ich bin gewollt, wie immer das alles war. Aber jemand anders hat mich gewollt, sozusagen in diese Welt gesetzt. Jemand anders hat mich oder uns Menschen, ich sage es mal pauschal, ausgedacht. Jemand anders hat sich ausgedacht, dass wir riechen können, dass wir Geschmackspapillen haben. Jemand anders hat sich ausgedacht, dass man sich in die Augen blickt und das was Besonderes auslöst in einem. Man kann das messen, Gehirnströme, aber wieso das so ist, das wissen wir nicht. Deshalb kann der Psalmbeter sagen, an mir selber erkenne ich alle deine Werke sind Wunder. An mir selber erkenne ich, und da geschieht genau das, was beim Barolo geschieht. Ich nehme ihn entgegen, ich freue mich daran, ich bin dankbar, ich bin glücklich, aber dann richte ich den Blick auf den Geber. Und wenn ich sage, an mir selber erkenne ich, an mir, dann bleibe ich eben nicht bei mir, sondern ich richte den Blick auf den Geber aller Dinge und sage, an mir erkenne ich, Gott, alle deine Taten sind Wunder. So beten die Leute auch, wenn sie die Schöpfung betrachten. Sie bestaunen die Schöpfung und sie sagen, an der Schöpfung erkenne ich, Gott, deine wunderbare Handschrift sozusagen. Du hast die Dinge so kreativ entwickelt. Immer kommt man von der Gabe, vom Geschenk zum Geber. Ist unglaublich wertvoll, wenn man so lebt. Denn der Geber ist letztendlich wichtiger. Und der Geber dieser Flasche Wein hat mir auch noch einen guten Tipp auf den Weg gegeben, schon länger. Und er hat gesagt, diesen Wein öffne ihn und lass ihn 15 Minuten atmen.
Und dann gieß ihn ein, damit er sein Aroma entwickelt. Nimm ein entsprechendes Glas. So ist es auch in unserem Leben mit Gott. Wir empfangen das Leben, wir empfangen die Schönheit, wir genießen die Natur. Und dann sollten wir den Blick auf Gott richten. Und genau dort setzt Paulus ein und er sagt, sie haben die Geschöpfe mehr verehrt als den Schöpfer. Und dort setzt das Dilemma ein. Ab dort geht's bergab. Ab dort wird die Erde korrumpiert, in Mitleidenschaft gezogen. Stellt euch vor, jemand würde mir den Wein schenken oder ein anderes Geschenk. Ich würde den Wein nehmen und sagen, ich habe einen Barolo bekommen, wie schön. Ach, du schöner Barolo, ich mache ihn auf, trinke ihn. Und der Geber, der ist mir furzegal. Ziemlich sicher würde er mir nächstes Jahr nichts mehr schenken. Und so ist es auch mit allem in unserem Leben. Wenn wir die Natur anschauen, sollten wir nicht dort bleiben, sondern den Blick heben und sagen, Gott, ist echt gigantisch, gewaltig, was du geschaffen hast. Und wenn dann noch der nächste Schritt kommen würde und wir sagen würden, und jetzt, Vater, inspiriere mich, wie ich mit dieser Schöpfung umgehen soll. Wie hast du dir das gedacht, heute mit 21. Jahrhundert mit Umweltschutz? Wie denkst du darüber? Was wäre mein Beitrag? Wir können nicht zurück in den Anfang. Aber Vater, wie soll ich das gestalten? Wenn ich es genieße, dass mich jemand berührt und ich bin dankbar dafür, dann den Blick richte auf den Menschen und sagen kann, schön, dass du mich berührst und darüber hinaus sage, Vater, danke, dass du das geschaffen hast, dass Berührungen so gut tun. So will ich auch diesen Barolo genießen. Ich freue mich über das Geschenk, ich freue mich über den irdischen Geber, der ihn mir geschenkt hat und dann hebe ich den Blick und sage, Gott, ich danke dir für das Gewächs des Weinstocks, dass du die Trauben hast wachsen lassen, wie immer das war. Und ich danke dir für die Winzerkunst und dass du Menschen befähigt hast, den Saft der Trauben zu veredeln. Ich danke dir. Und jetzt hilf mir, dass ich gut umgehe mit diesem Geschenk in deinem Sinne. Das ist ein beglückender Umgang mit kleinen Geschenken und das wäre ein beglückender Umgang im Großen und Ganzen. Wir betrachten all das Wesentliche als Geschenk, wir betrachten es als Empfangende und dann heben wir den Blick und bleiben nicht beim Geschenk, danken Gott und dann sagen wir, und jetzt lass mich gut damit umgehen, dass die Geschenke in deinem Sinn gebraucht werden. Der mir den Wein geschenkt hat, der würde nicht sagen, trink den ganzen Wein in einer halben Stunde leer, schütt ihn runter. Er würde mir sagen, Thomas, genieß ihn. Nimm dir Zeit, denn er kennt diesen Wein. Das war ein kleiner Impuls. Und diese Denkweise, muss ich sagen, hat mich in den letzten Tagen so dankbar gestimmt, dass ich richtig glücklich geworden bin, ein glücklicher Mensch. Und man sagt ja, Dankbarkeit ist nicht Folge des Glücks, sondern Ursache. Dankbar sein für das Geschenk, für den Geber, für Gott, der uns so geschaffen hat. Und das ist ein tiefes Empfinden von Glück, das ich um diesen Geburtstag herum erleben durfte. Und vielen Dank an euch alle, die ihr mir was geschenkt habt. Und vielen Dank an den großen Geber, auch in dem Moment, dass er mir das Leben geschenkt hat und gute Menschen um mich herum. Ich wünsche euch geöffnete Augen in den nächsten Tagen, dass ihr Dinge dankbar annehmt, den Geber entsprechend würdigt und den Geber aller Dinge am Ende. Schöne Tage wünsche ich euch.